Hallo und willkommen zurück zu Sons of Valhalla. Und wir sind noch im zweiten Level, haben den ersten Außenposten jetzt platt gemacht und da wartet schon wieder eine ganze Menge mehr auf uns. Okay. Das Tor hatten sie zuletzt doch sehr, sehr schnell platt gemacht. Dann müssen wir mal schauen, wie wir da jetzt am besten vorgehen. Ah, das ist schon... Ja, die Bogenschützen, die machen schon eine Menge Aua. Ja, das hat aber gesessen. Wir hatten zuletzt auch so ein paar Runen gefunden und damit jetzt 9 Pfeile insgesamt. Ritz. Da kommen direkt die nächsten. Wenn wir einmal tanken gehen. Plötzlich zieht Nebel auf. Da kommen aber ständig neue ran. Kann man sich ein wenig ranhalten? So, das reparieren wir mal schön wieder. Hat aber auch ordentlich Zeug gebracht. Feindliche Eroberungszeit plus 30%. Da haben wir eigentlich keinen Platz für. Jan plus 3. Ah, das nehmen wir mal nicht mit. Angriffsgeschwindigkeit plus 10%. Ne? Na, das sind schon wieder haufenweise. Ja, und da habe ich keine Zeit, um den Kram überhaupt gescheit werfen zu können. Eventuell, dass man da ein Katapult oder sowas hinbaut, aber ich glaube, da bleibt einem nicht viel anderes übrig. Als hier... Ja, oder wir könnten natürlich die Leute wieder verheizen. Ja, das sind schon viele. So. Einmal aufladen wieder. Ich meine, wir kriegen halt auch super viel Geld dadurch. Geh mal wieder zurück. Im Moment haben wir hier kaum Zeit, um überhaupt
zurückzugehen, um das Geld auszugeben. Okay, da sind sie aber jetzt alle platt. Und da stapelt sich jetzt auch gerade nichts mehr. Das heißt, ich könnte denen jetzt sagen, hier, ja, komm, angreifen. Da ist nicht wahnsinnig viel los. Nehmen wir den. So. Da haben wir jetzt ordentlich Ammo, um die alle wegpusten zu können. Ja. Naja, das dauert eine ganze Weile. Dann bräuchte man jetzt eigentlich einen Katapult für. Oder einen Rambock oder irgendwas. Aber schlussendlich machen die Gegner ja auch nichts. Also die stapeln sich da jetzt und werden nach und nach verenden. So, machen wir einen davon. Ich glaube, den kann man auch nicht da drüber werfen. Folgt mir. Ich glaube, der hat das nicht gerafft. Folgt mir. Okay. Ja, die tun da ziemlich wenig. Aber eigentlich habe ich auch keine andere Option. Vielleicht ist es gar nicht so blöd, wenn der stirbt. Na, jetzt haben die sich wieder dahingestellt. Ja, ich glaube, da bleibt nichts anderes übrig, als das niederzugrinden. Ich hätte wahrscheinlich schon ein Belagerungsding bauen sollen. Der Jäger, der wird jetzt sterben, genau. Dann können wir für den aber jetzt einen Pyromanen kaufen. Wir können ja nur maximal einen Söldner gleichzeitig haben. Pyromane. Da ist er. Mal gucken, was der so kann. Aua. Achso, wir können auch Tor reparieren. Der darf mit angreifen. Ja, das dauert eine Weile, dann dass dieser Turm kaputt geht. Aber wenn wir das Ding haben, können wir da ja dann eine Belagerungsteil bauen. Mhm.
Was war das hier? Heilung plus 25%. Du wirst deinen Festungen automatisch bis zu einer maximalen Gesundheit geheilt, verlierst aber einen Teil deiner maximalen Gesundheit. Maximale Gesundheit minus 20%. In deinen Festungen. Das klingt eigentlich nicht besonders gut, auch wenn das episch ist. Weil wir sowieso ständig, also ja immer an diesen Dingen dann eh dran sind, wo wir uns wieder aufladen können. Also sehe ich den Nutzen da jetzt nicht so. Der Pyromane, der geht gleich dann auch schon wieder drauf. Der steht auch nur da, um zu sterben, also... Follow me. Der ist nicht der hellste. Hold position. Ich glaube, das gilt für die auch. Lange hält's nicht mehr. Okay. So. Einmal wieder aufladen. Also wir könnten jetzt hier dann 6 Sekunden warten oder wir laufen rein und wieder raus. Eigentlich macht das keinen Unterschied. Das sähe sicherlich anders aus, wenn ich hier diesen Superangriff nicht hätte. Okay, wir sind jetzt schon bei 8000 Geld. Könnte man sicherlich was mit kaufen. Okay, angezündet. Aua. Ja. Jetzt könnten die Bogenschützen mal nachkommen. Kiste öffnen. Was haben wir hier Schönes? Wenn Einheiten kontrollieren, Rammern verursachen mehr Schaden. Okay. Naja, das wäre wahrscheinlich insgesamt schon ganz gut. Tauschen wir das mal aus. Hm.
Muss ja irgendwo diese Flagge sein, die man dann erobern kann. Da ist eine Flagge. Und dann können wir hier auch dann dieses Belagerungsdingen hinbauen und so weiter. Geld haben wir auch direkt genug. Upgrades. Upgrades. Höchste Stufe ist erreicht. Wir können die Gesundheit nochmal erhöhen. Ja, hier gibt es jetzt kein so ein vorgelagertes Ding. Okay, wir machen hier eine Belagerungswerkstatt. Dann den Bogenschießstand. Und dann gehe ich erst nochmal zurück. Die sind sowieso alle schon maximal. Kaufen wir uns hier, was geht. So, das ist schon maximiert. Oh, dann müssen wir wieder zurück. Okay. So. Bogenschießstand können wir schon mal weiter ausbauen. Die können wir auch ausbauen. Bräuchte mal ein bisschen Holz für. Ja, also das hier behalten wir alles. Mhm. Da kommen jetzt die Bogenschützen angelaufen. So, ich will hier gucken, dass alles komplett ausgebaut ist. Holzfällerhütte. Da fehlt aber gerade Holz. Okay, haben wir. Ich glaube, damit ist das fertig. Ich habe noch keinen Schamanen geholt. Naja, das könnte man erhöhen. Da sehe ich aber jetzt nicht so den Sinn hinter. Da ist die maximale Stufe erreicht. Da auch. Da auch. Also da kann man nichts mehr machen. Wir könnten jetzt den Bogenschützen erweitern. Das machen wir aber nicht. Wir zerstören das stattdessen. Also nicht erweitern, wir könnten da bauen. So, und jetzt machen wir hier stattdessen noch eine Fischerhütte. Weil ich will auch nicht, dass die hier dann Ewigkeiten langlaufen müssen. Da sehe ich keinen Sinn hinter. Da wird jetzt einfach die Fischerhütte komplett ausgebaut. Die Schamanenhütte, die können wir mal lassen. Wir könnten mal einen Schamanen holen zum Heilen. Habe ich aber im Moment auch keine. Machen wir das hier mal. Ah. Macht wahrscheinlich insgesamt eher wenig Sinn. Zurück. Ich glaube, da an dem Tor stehen zwei, oder? Naja, irgendwie. Follow me. Haben die es nicht ganz mitbekommen? Keine Ahnung, wieso die sich da hingestellt haben. Vielleicht sind die von irgendwann noch da. Waldlager betreten. Könnten wir hier. Ne, der ist schon. Man kann ja auch in diesen Lagern Holz und Fische kaufen, aber die Ressourcen, die fühlen sich so beliebig und dass man die so schnell bekommt, dass das eigentlich unnütz ist. Bogenschießstand ausbauen.
Belagerungsstand ausbauen. So. Ja, da haben wir natürlich jetzt keine freien Punkte mehr. Holen wir uns den einen noch dazu. Und dann würde ich sagen, Angriff. Wenn die jetzt draufgehen, ist das auch eigentlich herzlich egal. Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt schnell durch. Unser Pyromane wird jetzt draufgehen, ja. Da ist ein neuer, besonderer. Sind aber auch in Flammen. Jawohl. Truhe öffnen. Wieder so ein Runenplatz. Ja, da gehen natürlich unsere Leute drauf. Aber dadurch, dass wir sowieso genug Ressourcen haben, ist es auch eigentlich egal. Macht das vielleicht Sinn, an der Stelle das hier einmal zu werfen? Und dann den da drauf. Ja, ich glaube, das hatte schon was gebracht. So. Also unsere Leute sind jetzt alle verendet, also wirklich alle. Dann holen wir uns mal hier ein paar neue. Wir holen uns hier einen... Ne, machen wir nicht. Das bessern wir erstmal aus. Das wird repariert. Mhm. So, und hier könnten wir... Bauen wir mal eine Kaserne. Aber eigentlich ist das wahrscheinlich auch Quatsch. Fischerhütte. Noch eine Fischerhütte. Noch ein Holzfäller. Da fehlt das Holz für. Mhm. Okay. Sing. Das ist aber wahrscheinlich dann schon der Boss von dem nächsten Teil. Keine. Okay, dann machen wir das hier mit.
Na, der eine Typ, der läuft weg. Der Priester. Na, der macht schon Schaden, wenn er schlägt. Da hinten ist der Priester-Typi wieder. Na, den müsste man eigentlich hier halten, damit der nicht wieder wegläuft wie da jetzt. Und wieder Wololo Achievement. Wenn ihr Söldner halten, mehr Gesundheit. Oha. Naja, Söldner, ne? Das ist jetzt, sind nicht alle. Deine Einheiten kontrollierten Rammen verursachen mehr Schaden. Deine Einheiten können den Feind schneller angreifen. Das ist ja alle. Söldner halten mehr Ausdauer. Waffen der Söldner machen mehr Schaden. Mehr Gesundheit. Ah, nehmen wir das halt. Okay, das sind wieder einige. Bevor wir da wieder weiterkämpfen, machen wir hier erstmal wieder einmal ausbauen, einmal ausbauen, einmal ausbauen. Wir können unsere Ausdauer erhöhen, aber ach, das ist schon höchste Stufe erreicht, okay. Kaserne ausbauen. Können wir hier noch? Ja. Au, das ist... Okay. Fällt halt jedes Mal hin und kriegt dann den zweiten Schlag nicht ab. So. Okay. Ja, wir können jetzt, das ist höchste Stufe. Wir können uns nochmal einen Pyromanen holen. Oder einen Jäger, ist eigentlich auch egal. Da sieht man viel zu wenig die Auswirkungen von denen. Ich kann auch nochmal in die Schmiede gehen. Da konnte man... Hatte ich überhaupt die Schmiede gebaut? Holzfällerhütte? Schamanenhütte hatte ich, aber keine Schmiede. Ist egal. Machen wir einen davon. Das machen wir nochmal aus. Dann graden wir das hier erst nochmal auf. Holzfällerhütte. Ich glaube, die Schmiede hatte ich ganz vergessen. Schamanenhütte. Okay. Ja, da kommen einzelne Gestalten draufgelaufen. Das ist eigentlich auch ziemlich egal. Okay, dann, wir können da eigentlich dann schon wieder weiterlaufen und das nächste Ding platt machen.
Die sagen wir jetzt alle angreifen. Das sind ja nur die drei. Die anderen sind schon rübergekommen irgendwann. Die mischen schon ordentlich die Gruppe auf da. Ja, das ist halt eine Kirche, da kommen Leute raus. Aber die halten schon verhältnismäßig viel aus. Naja, da helfen die Pfeile dann durchaus. Okay. So, der Standardpfeil verursacht mehr Schaden, den benutze ich aber ja nie. Es sei denn, der Standardpfeil bezieht sich auch auf dieses andere Teil. Also auf den... auf diesen Super-Pfeilangriff. So, da können wir ein Waldlager, da können wir nochmal einen Pyromanen holen. Nachschublager. Ausrüstung. Einmal reparieren. Zweimal reparieren. Kiste öffnen, Fass öffnen. Was haben wir hier? Deine Einheiten bekommen in deinen Festungen automatisch mehr Ausdauer. Klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig toll. Ne. Aha, Altar benutzen. Mit dieser Rune kannst du einen mächtigen Wirbelwindangriff erzeugen. Halte die Taste linke Maustaste gedrückt und bewege dich mehrmals und schnell von links nach rechts im Wirbelsturm zu starten. Halte die... Na, das sind blöde Bogenschützen. Moment, ich ziehe einfach mal, damit ich das... Hier... Ihr alle könnt ruhig angreifen. Halte die... Oder ich drücke mal so. Halte die rechte Maustaste gefolgt von der linken Maustaste gedrückt, um eine Schildkuppel zu formen. Lasse dann eine der beiden Tasten los, um die kraftvolle Schildwelle zu erzeugen. Ja, lauft ihr mal weiter. Ja, ich glaube, der Pyromane ist schon ganz gut. Pfeile alle.
Okay, einmal nachladen. Wo ist denn das überhaupt? Ich sehe es nicht. Ach, das war noch... Ich bin eins schon so weit. Okay. Da ist das. Ja, das ganze Hin- und Hergelaufe, um die Festung wieder auszubauen oder so, das ist an der Stelle schon irgendwo nicht mehr der Rede wert. Diese Attacke fügt einem Gegner während der Ausweichrolle Schaden durch dein rotierendes... Das klingt gut. Durch dein rotierendes... Also hätte ich das natürlich auch passieren können. Durch dein rotierendes Schwert zu. Weil das passiert ja sowieso. Ja, das klingt nach einer guten Option. Das ist zwar nicht viel, aber das ist halt einfach immer nebenher ein bisschen. Und könnte gerade dann bei, wenn da nochmal andere Endbosse kommen, könnte das sicherlich auch wieder sehr hilfreich werden, um das ein bisschen zu reduzieren. Hier möchte ich aber jetzt eigentlich nicht zurücklaufen, weil das ewig dauert. Mampf. Okay. Okay. Nimmt kein Ende. Okay, dann gehen wir doch zurück und holen uns mal ein paar neue Leutchen. So, hier holen wir jetzt ein paar davon. Naja, eigentlich können wir da direkt noch mehr holen. Kaserne ausbauen. Dann doch noch die Schmiede bauen. Moment, dann machen wir das hier platt. Bauen Schmiede. Schmiede. Ausdauer, Gesundheit wiederherstellen. Kaserne. Upgrade läuft noch. Mhm. Belagerungswerkstatt, da könnte man noch eine Ramme bauen. Machen wir erstmal hier den Kram noch. Naja. Aua. Okay, das sollte jetzt dann mit dem Tearpot ganz gut funktionieren. Moment. Feuer. Ja. Aua. Okay. Einfach mal voll bauen, da wird sowieso wieder eine Menge von sterben.
müssen wir uns erst nochmal wieder zurückkämpfen. Machen wir hier mal Position halten. Aber irgendwie sind die da ein bisschen blöd. Die gehen gar nicht in das Gebäude rein. Ja, jetzt ist einer rein. Okay. Mehr bauen. Kaserne. Nochmal ein Upgrade. Schmied. Upgrade. Fischerhütte haben wir. Holzfällerhütte haben wir. Wir könnten nochmal hier zu dem Schamanen gucken. Ja. Da würde ich dann auch mal gerne irgendwas von bauen. Das hier ist alles fertig. Noch mehr. Da haben wir natürlich auch jetzt schon das Maximum erreicht. Wir könnten diese, ja, hier diesen Kram ausbauen, aber okay, also das ist auch Maximum, da könnten wir jetzt rein theoretisch einen Schamanen holen. Moment, haben wir noch die Kaserne, das ist auch Max. Gut, dann gehen wir einfach wieder nach vorne. Angriff. Achso, und das hier könnten wir auch nochmal reparieren. Damit wird das auch wieder eingenommen. Das ist jetzt nichts Neues, denn das hatten wir ja zwischendurch bloß verloren. Reparieren. Und das ist wieder so ein böses Katapult. Ja, das ist schon, also sie können auch schon mit dem Katapult quasi Nahkampf machen. Ja, das ist schon gemein. Da werden jetzt wahrscheinlich einige von meinen... Okay, der dreht sich hin und her. Kabams. So. Niemand gestorben. Kampf. So, dann alle mitkommen. Da prasselt das Geld wieder rein. Oh.
Thanos getroffen. Okay, wir können den Ding da nehmen und dann... Naja, es reicht sowieso, wenn dann ein Pfeil da reinfliegt. Mhm. Ja, da hängen aber schon noch eine ganze Menge. Wahrscheinlich wäre für sowas auch jetzt ein Katapult ganz gut. Wir sollten vermutlich die oben am Turm kaputt machen. Nö. Ja, ich hol mal ein Katapult. Ist eine Lauferei hier. Wir haben aber eigentlich wahrscheinlich noch zu wenig verloren, um überhaupt einen Katapult holen zu können. Moment, da bin ich zu weit hinten. Okay, dann holen wir einfach mal einen Schamanen. So. Schamane. Das ist vor allem Dingen etwas müßig. Sind viele Gegner. Das dauert einfach. Halten mehr Ausdauer. Ich habe aber keine Nahkämpfer normalerweise. Okay. Das ist ein Außenposten. Der nutzt uns ja eigentlich nichts. Hört mal Pyromanen holen. Da kommt ein Schamane an. Mhm. So, was ich eigentlich holen wollte, war hier... Okay, machen wir erst nochmal einmal das. Ein Feuerkatapult. Mhm. Das ist ja sowieso maximiert. Kaserne. Können wir noch das machen? Der Metalle. Füllt Ausdauerpunkte auf. Beschleunigt die Regeneration. Ich habe sonst kaum was. Ah ja, genau, die Schmiede. Den Schmied hatte ich ja auch jetzt gebaut. Da könnten wir den Feuerpfeil verbessern, den normalen Pfeil auch. Ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung auf den Superpfeil hat. Das hier bezieht sich ja dann nur auf den Schmied, das nutzt ja nichts. Den Speer könnte man noch lernen. So, das ist nochmal nicht fertig. Sind alle gestorben? Dann sollten wir wahrscheinlich hier wieder anfangen. So, den. Ja, und die holen sich gerade wieder den anderen Außenposten. Okay. So, Feuer. Okay.
Okay. Die sind wieder im Eimer. Bogenschützen. Voll. Okay, jetzt müssten wir die Typen wiederholen. Angriff. Das holen wir uns wieder. Nom. Naja, das Problem ist hier, dass die, dass das so weit weg ist quasi. So, weiter drauf. Wenn man da einmal wieder zurücklaufen will, dann ist man erstmal wieder eine Minute am Laufen. Ah, da stehen aber auch eine ganze Menge. Ja, und ich habe jetzt hier auch keine Lebenspunkte. Ja, ihr macht das jetzt. Ich muss jetzt wieder zurück, um einmal die Lebenspunkte aufzufüllen. Wieso stehen da jetzt Leute drin? Angriff. Auffüllen. Mhm. So, dieser Turm muss weg. So, einer noch. Alle weg. Ah, das ist wieder ein neuer. Na, da hält man sich jetzt auf. Und keine Ammo mehr. Naja, das sind verdammt viele. Die können zwar nichts. Aber es sind halt einfach viele. Ja, das kriege ich jetzt halt wieder nicht aufgeladen. Oh, da ist aber auch das meiste schon abgenippelt und der Turm ist auch kaputt. Okay, wunderbar. Weiter. Moment. Schaden plus 100%. Was ist Schaden plus 100%? Der Schadenfall war doppelt Schaden, aber du verlierst einen Teil deiner maximalen Gesundheit. Deine Standardpfeile.
Nicht stapelbar. Naja gut, aber das ist wahrscheinlich... Dann nehmen wir lieber das andere. Auf jeden Fall ist da jetzt der Weg frei. Ich glaube hier... Ne, das sind die Katapult. Ist das Katapult? ...16.000 Silber. Batsch, batsch, batsch. Okay, damit haben wir das nächste. Das ist wieder ein richtiges Lager. Das können wir dann auch komplett ausbauen. Tütütüt. Nee, Katapult wollte ich nicht bewegen. Verlassen, ja. Betreten, ausbauen. Naja, dann bauen wir das jetzt hier noch fertig. Die höchste Stufe ist erreicht. Dann bauen wir hier einen Bogen. Ja, sehr hilfreiche Information. Moment, das war jetzt der Bogenschießstand. Ja. Upgrade. Dann machen wir hier noch so ein Katapult-Dingen. Dann machen wir hier eine Kaserne hin. Habe ich zwar noch immer nichts von gebaut, aber... Ja, okay. Dann soll es das für dieses Mal aber auch gewesen sein. Dann schauen wir mal, dass wir beim nächsten Mal ja die letzten beiden Teile noch platt bekommen. Und da können wir ja jetzt noch eine größere Truppe bauen, weil wir jetzt 50 Leute haben. Und dann gucken wir mal, ob hier wieder so ein Endkampf kommt. Und ob der dann ein bisschen spannender wird. Aber der Haupt... ja, Game Loop nennt man das, ja. Der ist irgendwie nicht so überzeugend, würde ich behaupten. Habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Ja... Mal schauen. Also, neue Folgen gibt es immer wochentags und zusätzliche Folgen in die Woche gestreut. Und ich danke erstmal fürs Zuschauen soweit und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Danke und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.